Ein Jahr Kindle. Mein Name ist Philipp Sauer, ich bin von Drinemagie und Sie schauen websitemarketing.ch. Es ist nicht unbedingt ein Thema, das hier in den Blog reinpasst, obwohl mit Web und Web 2.0 hat es natürlich auch zu tun. Die Kindle-Zeit ist bei mir vor einem Jahr angebrochen. Das heißt, ich habe mir vor einem Jahr meinen ersten Kindle gekauft. Kindle ist von Amazon, ist ein E-Reader, ein E-Book, auf dem sich also lesen lässt, wie auf einem Buch, mit dem großen Unterschied, dass ich hunderte von Büchern drauf haben kann, markieren kann, Notizen hinterlegen kann. Nun habe ich ein Jahr später Kindle Nummer 2 gekauft. Das ist dann dieser hier. Ich mache das Teil mal kurz an, damit man sieht, wie das Ganze ausschaut. Und das Coole daran ist eben, dass die Schrift wie auf einem Buch ausschaut. Es hat keine Reflexionen. Sie kennen vielleicht diesen Werbespot für Kindle, bei dem eine Frau mit einem Kindle am Strand liegt und ein Kerl mit einem iPad. Der iPad, der kann sich lesen, weil es reflektiert. Auf dem Kindle reflektiert es eben nicht. Hammer, das Teil. Kann ich nur sagen, ich habe vorher, bevor ich den ersten Kindle gekauft habe, vielleicht ein Buch pro Jahr gelesen. Ich habe letztes Jahr gut 20 Bücher gelesen. Zum einen, weil ich es eben immer dabei haben konnte, in meiner Tasche drin, als digitaler Nomade, nicht zu viel in die Tasche reinpacken will und so natürlich so viele Bücher, wie ich mitnehmen will, eben da runterladen kann. Das Ganze lädt sich über eine SIM-Karte, die bereits, wenn ich sie kriege, wenn ich den Kindle kriege, eingebaut ist. Ich muss also überhaupt nichts machen. Das kostet mich auch nichts. Ich kann also sofort online gehen und mir die Bücher aus dem Amazon-Shop runterladen. Es sollen über 100.000 sein, bisher allerdings nur in Englisch, die da verfügbar sind. Und so lese ich halt dann eben meine Bücher auf dem Kindle und nicht mehr im Buch drin. Spart mir natürlich auch Platz im Büchergestell. Klar kommen jetzt alle diejenigen, die sagen, ich habe noch gerne ein Buch in der Hand, das ganze Gefühl und so weiter. Zugegeben, das stimmt. Trotzdem, ich habe meine Lesesteigerung von 20 Mal erreicht und das wäre mit dem Buch eben nicht passiert. Nun, was ist noch der Vorteil nebenher? Ich lese sehr viel in dem Buch drin und markiere auch einiges. Ich kann es entweder highlighten, indem ich es einfach markiere, oder ich kann auch Notizen machen. Und diese Notizen, und das vor allem für Leute, die lernen oder eben für eine Prüfung üben, diese Informationen habe ich nachher online verfügbar und zwar auf kindle.amazon.com kriege ich nachher die ganzen Notizen hier. Ich glaube, das war das Buch Outliers. Das sind zum Beispiel so Markierungen. Ich kann natürlich dann auch direkt zu der Location springen. Ich kann da also weiter drin lesen. Ich kann das Highlight löschen oder ich kann eine Notiz hinzufügen. Das funktioniert natürlich auch sehr perfekt. Also hier werden mindestens Web 2.0 Technologien eingesetzt. Hier unten sieht man sogar eine Notiz, die ich dann gleich in meinen Kindle reingeschrieben habe. Ich habe also alles, was ich mir merken will, nun zusammengefasst hier auf einer Webseite und kann es mir so schnell durchlesen. Das machen wir auch. Wir haben einen Business-Buch-Club gegründet. Und zwar der Dominik Bläsi und ich. Der Business-Buch-Club, der trifft sich alle 2 Monate. Haben bis dahin 1, 2 oder sogar 3 Bücher gelesen. Das letzte Mal wollten wir ein paar durchgehen. Hatten aber nur für eins gereicht. Und zwar war das Blue Ocean Strategy. Geht man dann durch, macht hier im Blog dann ein paar Notizen. Es gibt einen einfachen Blogpost, den man da diskutiert, das da erfasst. Und so dann ein bisschen mehr aus diesen Büchern mitnehmen kann, als wenn man sie eben nur so rasch durchliest. Und wenn ich 20 Bücher im Jahr lese, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste noch genau, was in jedem drin gestanden hat. Also, mein Fazit zu meinen Kindles würde ich also jedem empfehlen. Der zweite noch cooler als der erste. Falls ihr Erfahrung gemacht habt mit E-Books, würde mich natürlich wie immer hier interessieren. Falls ihr jetzt sagt, Blödsinn E-Books, ich will ein richtiges Buch, auch dann würde ich mich für einen Kommentar interessieren und mich freuen. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der Rienemagie und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.